Morgen Abend feiert die Oper Königskinder von Engelbert Humperdinck im Vogtlandtheater Plauen Premiere. Darauf folgen 5 Vorstellungen. Wir durften bei der Hauptprobe am vergangenen Mittwoch dabei sein. In einer Hauptprobe wird die Aufführung in der Regel komplett durchgespielt. Kostüme, Requisite und Beleuchtung sind original wie im Stück. Hier gibt es keine festgelegte Endzeit. Die ist wegen der Komplexität der anfallenden Aufgaben einfach nicht abschätzbar. Die Oper Königskinder in 3 Akten von Engelbert Humperdinck hat eine Spieldauer von 2 Stunden und 50 Minuten. Die Hauptprobe am Mittwoch überschritt diese Zeit nicht näher. Das Theaterteam ist also gut eingespielt. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Leo Siberski. Die Regie führt Jürgen Pöckel. Mit ihm konnten wir uns vor der Probe unterhalten. Die Königskinder ist eine große, spätromantische, sehr schillernde, musikalisch reiche Partitur des tollen Komponisten Engelbert Humperdinck. Uns war es wichtig, eben neben den Top 10, die wir immer anbieten, eben auch die Neugier nach Stücken, die vielleicht nicht sofort in dem bekannten Kanon stehen, anzubieten. Und Königskinder ist es da wert, gehört zu werden und lassen sich verzaubern von einer zweiten Märchenoper von Engelbert Humperdinck. Worum geht es in dem Stück? Also es ist ein romantisches, auch ein bisschen ein symbolistisches Märchen. Die Märchenfiguren sind so Prototypen. Also es gibt eine Hexe, einen Königssohn, eine Gänsemagd, einen Ratsältesten, 2 Torwächter. Sie haben keine Namen, weil sie tatsächlich so richtig scharf gezeichnete Märchenfiguren sind. Es handelt davon, dass ein Mädchen, eine Gänsemagd, in der Obhut einer Hexe aufwächst, keinen Menschen begegnen darf und in diesem Wald verirrt sich ein Prinz. Und dann verlieben sich diese jungen Menschen ineinander, gehen hinaus in die Welt gegen den Widerstand der Hexe. Es gibt eine Prophezeiung in diesem Stück, dass ein junges Königspaar verkündet wird, einer Bevölkerung einer Stadt. Und sie kommen in diese Stadt an und werden aber als junge nächste Generation nicht erkannt und vertrieben, irren dann durch die Welt. Und es ist ein trauriges Märchen mit einem traurigen Schluss. Sie erfrieren im Schnee. Der Inhalt ist durchaus aktuell, denn Generationskonflikte gibt es auch in der heutigen Zeit zur Genüge. Dass eine Generation nicht zum Zuge kommt oder nicht anerkannt wird, die etwas zu sagen hat, dass eine ältere und vielleicht auch verknöcherte Generation die Zügel aus der Hand nicht geben möchte und was für Unheil daraus entsteht bis zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, das erleben wir ja zu unserem Erstaunen und Entsetzen zurzeit auf der Welt an vielen Punkten. Und da ist das Stück unglaublich aktuell. Königskinder ist eine Märchenoper und die soll das Publikum verzaubern, akustisch und optisch. Absolut. Also wir müssen zaubern. Es ist ein Märchen und gerade der erste Akt ist ein Zauberakt und da haben wir so einiges vorbereitet und natürlich donnert's und blitzt's und gibt's Beleuchtungseffekte und Verwandlungen. Das ist der Zauber. Also der Theaterspaß ist uns da sehr wichtig. Wir wollen sie verzaubern mit diesem Märchen. Auch der personelle Umfang kann sich sehen und hören lassen. Schlagen, kommt der Königswagen, da springt ein Los und singt euer Lied recht laut. Der ist groß, ist vielleicht gar nicht so viele Solisten, aber der Chor ist mehrfach geteilt. Also es gibt Bürger von Hellerbrunn und es gibt einen Rat von Hellerbrunn und es gibt Torwächter und es gibt die Mannschaft eines Wirtshauses. Das Orchester ist sehr groß, auch mit Sonderinstrumenten. Also es gibt eine Windmaschine und eine Celesta und ein Bühnenklavier. Das ist aufwendig und wir als Theater Plauen Zwickau sind auch in der Lage, das anzubieten, so wie die Partitur auch gedacht ist und das Stück, und das ist, glaube ich, sehr beeindruckend. Ich bin's, dein Knabe, dir sich dir nah. Ein Hauch, ein Schlag, eines Herzens. Nach der Premiere folgen 5 Vorstellungen. Die erste findet am 9. März und die letzte Aufführung am 13. April statt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.theater-plauen-zwickau.de. Hier gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Auf unserer Website finden Sie das. Es ist eine Frage im Zusammenhang mit Engelbert Humperdinck, der sich in seinen letzten Lebensmonaten in Neustrelitz, einer mecklenburgischen Residenzstadt, aufhielt. Und wir wollen wissen, warum der dort war. Und da gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Das hängt mit diesem Hotel auch zusammen, das es dort in Neustrelitz gibt. Und da kann man Übernachtung gewinnen oder Theaterkarten bei uns. Also beteiligen Sie sich gerne daran. Richtig, besuchen Sie zuerst die Website und dann eine Vorstellung. Karten sind noch erhältlich.